wir sind hier zu einem Talk, zu einem Thema, das vielleicht viele von uns gar nicht gehört haben, irgendwie Medienstaatsvertrag. Wie es aber oft mit solchen Themen ist, von denen noch nie jemand was gehört hat, aber es gibt so ein paar Experten, die kriegen ganz, ganz bleiche Gesichter, wenn sie das Thema hören, dann ist das meistens etwas, womit wir uns beschäftigen sollten, denn damit das auch gehört wird. Und deshalb ist heute ein Fachmann hier, Markus Kompa, ist Anwalt, kennt sich damit aus und möchte euch ein bisschen über den Medienstaatsvertrag erzählen. Bitteschön. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Thema. Ich habe bereits vorhin einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Presserechts. Und da habe ich insbesondere eben vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Dritten Reiches darüber berichtet, dass man eben die Nachkriegslandschaft, Presselandschaft in Deutschland so organisiert hat, dass eben der Staat möglichst nichts zu melden hat. Also auch keine Vorzensur, aber auch keine staatliche Nachzensur betreiben darf, selbst nicht Rundfunk veranstalten darf, selbst nicht Presseplayer werden soll und so weiter. Man hat, als man das Grundgesetz schuf, die Medienhoheit dezentralisiert. Das heißt also, die Medienhoheit liegt bei den Bundesländern, die Pressegesetze, die Rundfunkgesetze, das ist alles bei den Bundesländern. Im Artikel 5 hat man eigens ein Zensurverbot eingeführt. Also es hat Verfassungsrang. Es gibt zwar in den Pressegesetzen Wahrheitspflichten, die stehen da so in Paragraph 1 drin, aber das sind unverbindliche Sonntagsreden. Ja? Das wird nicht sanktioniert, das kontrolliert niemand. Es gibt in Deutschland keine Behörde, die Presse kontrolliert. Die Printpresse ist frei. Und im Rundfunk ist das noch ein bisschen anders geregelt, aber läuft es auf selber hinaus. Die Exekutive, die greift eigentlich nur ein beim Jugendmedienschutz und so weiter. Ja, Pornografie, harte Pornografie, Gewaltdarstellung, solche Geschichten. Aber, das Ding darf ich abnehmen, ne? So. Aber in das Nachrichtengeschehen, da gibt es bisher keine Behörde, die zuständig ist, um zu prüfen, was es jetzt war und was nicht. Und das soll sich jetzt ändern, zumindest im Bereich des Internet. Und zwar für die sogenannten Telemedien. Es gibt vor anderthalb Jahren wurde eben der neue Medienstaatsvertrag beschlossen. Das ist der hier. Da steht sinngemäß drin, reichweitenstarke Websites müssen sich künftig an journalistischen Grundsätzen orientieren. Und sie werden von Landesmedienanstalten kontrolliert. Sie müssen insbesondere die Nachrichten auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit überprüfen. Maßstab soll sein der Pressekodex des Deutschen Presserates. Ich mache das nachher nochmal langsam, ich mache erstmal einen Überblick. Und außerdem kriegen die Landesmedienanstalten exekutiv Rechte. Das heißt, sie dürfen also beanstanden, sie dürfen Äußerungen untersagen, sie dürfen sperren und sie dürfen zum Widerruf auffordern. Außerdem dürfen sie Verwaltungsgebühren nehmen und sie können bestimmte Maßnahmen verhängen. Dazu kommen wir gleich nochmal im Einzelnen, das ist nur mal ein Überblick. So, erstmal eine Frage. Noch zum Überblick noch etwas weiter. Es gibt noch einen Absatz 3, da steht drin, wer also nicht möchte, dass der Staat in die Medien rein regiert, der kann sich dem Deutschen Presserat anschließen, der kann eine sogenannte Unterwerfungserklärung abgeben, kann auf den Pressekodex sozusagen schwören und der Presserat kann dann einzelne Beiträge beanstanden, aber nur psychologisch. Er kann also Rügen aussprechen. Das Schlimmste, was der Presserat machen kann, ist, er kann das Medium dazu zwingen, dass die Rüge im eigenen Medium erscheint. Der Presserat kann aber nicht einzelne Beiträge oder irgendwas untersagen. Ja? Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wer den Presserat nicht mag, der kann sich einer alternativen Organisation anschließen, die so ähnlich wie der Presserat arbeitet, wenn es denn eine solche gibt. Bisher gibt es keine Anstalten zu einer solchen und wenn, müssten die Landesmedienanstalten solche Organisationen anerkennen. Das ist so erstmal der Grundüberblick. Erstmal eine Frage, wer von euch hat vor 2 Jahren, als dieses Gesetzesvorhaben diskutiert wurde, davon irgendwas mitgekriegt? Einer?
Eineinhalb? Okay. Also so krass hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber wahrscheinlich haben alle mitgekriegt ein Gesetz mit ähnlicher Stoßrichtung, nämlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017. Wer hat das mitgekriegt? Okay. Gut, das dürfte damit zu tun haben, dass das ein Bundesgesetz war. Man hatte unter dem Eindruck der US-Wahl erkannt jetzt, wir haben ein Problem mit Fake News und wir haben ein Riesenproblem mit Hate Speech. Und dann, man hat also mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Plattformbetreiber dazu gezwungen, dass sie eben auf Zuruf Beiträge überprüfen müssen und eben löschen müssen. Und das wurde natürlich damals, es war ein ganz großer Streitpunkt, es wurde sehr kontrovers diskutiert. Und das hat natürlich jeder mitgekriegt und vor allen Dingen, es ist im Bundestag gewesen. Und dadurch hat es natürlich eine entsprechende Bühne gehabt. Dieses Gesetz hier war ein Landesgesetz, denn für Medien sind die Landesgesetzgeber zuständig. Und wenn die eben was Überregionales machen wollen, zum Beispiel länderübergreifend Rundfunk, ZDF oder ARD oder solche Geschichten, dann müssen die Bundesländer Staatsverträge schließen. Und hier wurde eben der Medienstaatsvertrag geschlossen und da eben das Internet mit verarbeitet. Jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr einen kleinen Widerspruch gefunden. Nämlich eben habe ich ja erzählt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wäre ein Bundesgesetz. Wie kann denn das, wenn die Medien eigentlich für Internet zuständig, wenn die Länder doch eigentlich die Medienhoheit haben, dann müssten die eigentlich dafür selber zuständig sein. Die Antwort ist, Heiko Maas wollte das unbedingt. Das war es auch schon. Ihm hat dann jemand erklärt, dass er nicht zuständig ist und dann hat er gesagt, ich will aber. Und hat gesagt, wir machen das so, ich bin doch Bundesjustizminister und ich bin zuständig für die Wirtschaft. Wir machen das Gesetz jetzt so, dass es nur für die Wirtschaft gilt. Da hat man gesagt, ja, so, das gilt nur für Plattformbetreiber, die mehr als 2 Millionen User haben. Ja, nur für die gilt es und dann trifft es nur Facebook, nur YouTube und so weiter. Wunderbar. Ich persönlich habe da meine Zweifel, denn es trifft ja eigentlich die Beiträge von diesen Millionen Nutzern. Und man könnte mit dem Argument auch RTL vom Bundestag aus regulieren, denn die haben ja auch mehr als 2 Millionen Zuschauer. Aber man hat Heiko Maas seinen Spaß gelassen und jetzt haben wir eben dieses Gesetz und jetzt wird er beliebter, weil er ja nicht mehr beschimpft werden kann, glaubt er. Gut, aber eigentliches Thema ist ja eben jetzt dieser Medienstaatsvertrag und den haben auch die richtigen Gesetzgeber gemacht, nämlich die Bundesländer haben sich hingesetzt und eben das so entworfen, dieses Konzept. Schauen wir uns mal an, was sie denn eigentlich so geregelt haben. Da steht hier irgendwas drin von, also wen betrifft dieses Gesetz? Es betrifft Telemedien, ein Begriff, den im normalen Leben niemand benutzt. Und da steht was drin von journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten und periodische Druckerzeugnisse ähnlich und solche geschäftsmäßig Angeboten. Könnt ihr alles vergessen. Gemeint seid ihr. Es gibt bisher nach meiner Kenntnis nur einen einzigen Fall, wo wirklich das Gesetz mal richtig durchgezogen wurde. Und das war hier ein Blogger in Mannheim, ein Familienvater, der keine kommerziellen Interessen hat, der keine Redaktion hinter sich hat, von dem man auch nicht sagen kann, dass er journalistisch schreibt. Das ist ein ziemlicher Krawallbruder. Also wenn man Dennis Yücel als Journalist akzeptiert, dann ist er auch Journalist. Aber es ist schon etwas eher ungewöhnlich. Der Mann ist Blogger, der kommentiert Medien, das, was ihm so vor die Flinte läuft. Er macht es sehr meinungsstark. Also Journalisten schreiben nicht so oder sollten es jedenfalls nicht. Gut, also jetzt, wir lernen jedenfalls, ein Ein-Personen-Blog ist hiermit gemeint. Also im Gesetzesentwurf sprach man von reichweitenstarken Internetangeboten. So, was müssen diese Leute? Sie sollen journalistische Grundsätze pflegen und sie sollen Nachrichten vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit prüfen. Wahrheit, schon mal ein spannender Begriff. Ich weiß nämlich nicht so genau, was das ist. Und jetzt geben Sie uns aber einen Hinweis, wer es weiß. Und Sie sagen hier, der Pressekodex, die wissen doch sicher, was Wahrheit ist. Das sind erfahrene Journalisten, die müssen zumindest so wissen, was so journalistische Sorgfaltspflichten sein könnten. Und das ist auch irgendwie die Krücke, mit der man das Gesetz zu retten versucht, dass es nicht komplett verfassungswidrig ist, dass man sagt, ja, der Staat kann sich jetzt zurückziehen. Es hat ja jeder die Möglichkeit, auch wie die Printpresse, sich diesem Presserat zu unterwerfen. Und dann kann es ja so schlimm nicht sein. Denn in dem Moment, wenn man sich also dem Presserat unterwirft, endet die Zuständigkeit des Staates. Im Prinzip interessantes Konzept.
Frage, was ist denn der Presserat? Der Presserat ist nämlich keineswegs irgendwie eine öffentlich-rechtliche Einrichtung oder eine Berliner, sondern der Presserat ist ein privater Verein. Das ist die Lobby der Printpresse. Das heißt, in diesem Verein können nur große Verlagshäuser und Vertreter von Journalistengewerkschaften Mitglied werden. Und die haben auch nicht den besten Ruf. Die haben sich in den 70er Jahren mal, also erstmal, die haben sich in den 50er Jahren gegründet, um ein Ehrenschutzgesetz abzuwenden und den Staat davon abzuhalten, dass er irgendwelche Gesetze macht. In den 70er Jahren haben die dann mal riesen Krach gehabt und haben sich mal den Pressekodex gegeben, der sich ein bisschen sich an der Rechtsprechung zum Persönlichkeitsrecht orientiert. Und dann haben sie angefangen, sich gegenseitig auf die Finger zu hauen. Und wer also irgendwie gegen Pressekodex verstößt, der fängt sich eben solche Rügen ein. Allerdings hat man den Bock zum Gärtner gemacht, denn wenn in dem Presserat nur Verleger und Journalisten sitzen und dann kratzt halt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Also der Presserat ist eine sehr zahme Einrichtung und ich kenne keinen Medienanwalt, der den Presserat in irgendeiner Weise ernst nimmt oder auch nur mit Kraftausdrücken belegt. Ja, ich habe ein grundsätzliches Problem damit, wenn man an einen privaten Verein irgendwie quasi Gesetzgebungskompetenz abgibt. Insbesondere dieser Pressekodex, der gefällt mir nicht durchgehend. In Ziffer 4 zum Beispiel steht da drin, dass bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nachrichten, Informationsmaterial und Bildern keine unlauteren Methoden angewandt werden sollen. Also nach dem, dann könnte Günter Wallraff einpacken, also dann dürfte man nicht mehr mit versteckter Kamera filmen und man dürfte auch WikiLeaks nicht benutzen und man dürfte keinen investigativen Journalismus machen. Also dieser Pressekodex ist meines Erachtens weltfremd. Noch lustiger wird Ziffer 10, und zwar sollen es Medienhäuser doch bitte unterlassen, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen zu schmähen. Ich bin der Meinung, dass man religiöse Überzeugungen schmähen sollte, wann immer man könnte, denn es ist ein moralisches Gebot. Religionen haben kulturellen Fortschritt knapp 2000 Jahre unterbunden. Sie applaudieren immer für die Mächtigen, sie sichern denen die Macht, sie sind verantwortlich für die traditionelle Stellung der Frau, überhaupt die gesamte Sexualmoral, Steuern zahlen wollen sie auch nicht. Also es ist meines Erachtens ein absolut moralisches Gebot, so eine Organisation zu beschimpfen. Gut, dürfen Sie aber anders sehen, freies Land. Ziffer 11, Pressekodex. Diese Presse soll auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid verzichten. Ergebnis davon ist, dass wir Kriege nicht so dargestellt bekommen, wie Kriege sind. Meiner Meinung nach ist das Verschweigen von Kriegen oder von Kriegsrealitäten eine Fake News, und zwar eine ziemlich extreme. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, das klingt jetzt sehr zynisch, ich muss mich jetzt dafür im Vorhinein entschuldigen. Wir alle haben jahrelang gehört, dass Menschen zu uns übers Wasser flüchten. Und wir haben immer wieder gelesen, es sind wieder so und so viele Leute ertrunken. Wir haben Zahlen gesehen und dann umgeblättert und uns für die Bundesliga interessiert. Die Zahlen haben uns nicht interessiert. Aber dann gab es ein Foto, da hat dieser Junge mit dem Gesicht nach unten gelegen. Ja? Und das hat uns berührt. Das hat es in den Medien geschafft. Hätte der auf dem Rücken gelegen, ja? Den hätten die nicht gezeigt. Das hätte man uns nicht zugemutet. Aber erst dieses Bild, das hat Impact gehabt. Und ich bin der Meinung, das ist Journalismus. Gut, der Pressekodex sieht es etwas anders. Okay. So viel zum Presserat. Jetzt soll man sich also bei den journalistischen Sorgfaltspflichten daran orientieren, was denn so der Presserat so davon hält. Aber was hält denn der Presserat davon? Oder beziehungsweise als Pragmatiker gucke ich jetzt erstmal, wer wird denn über mich entscheiden, wenn ich irgendwas habe, was einen Mandanten in Misskredit bringt, in Probleme bringt. Und zuständig sind die Landesmedienanstalten. Das sind Einrichtungen, die sollen den privaten Rundfunk beaufsichtigen. Ja, ursprünglich gucken, dass da nicht zu viel Schleichwerbung drin ist, dass die nicht politisch einseitig werden und so weiter. Und die sind jetzt auch für uns zuständig. Und die haben so ein paar Handreichungen gegeben, was denn so ihrer Meinung nach eben journalistische Sorgfaltspflichten sein sollen. Wahrscheinlich kann man es hinten nicht lesen, aber ich lese es ohnehin vor. Also die sagen,
Die Standards journalistischer Sorgfalt für die Print- und Rundfunk- und Online-Medien werden in dem Pressekodex, dem Regelwerk des Deutschen Presserats, festgelegt. Es enthält publizistische Regeln, die ein Mindestmaß an journalistischen Qualitätsstandards sichern sollen. Und dann, dazu gehört unter anderem Doppelpunkt. Also ich kann das nur so lesen, dass jetzt also nach dem Doppelpunkt kommt, was angeblich im Pressekodex stehen soll. Dazu gehört unter anderem die Wahrheit und Menschenwürde zu achten. Ja, das steht im Pressekodex. Werbung und Redaktion zu trennen. Auch das steht im Pressekodex. Den haben die da übrigens da verlinkt. Kann man sich nachgucken, ne? Angucken. Nicht einseitig zu berichten. What? Also ich habe mir den Pressekodex nochmal ganz sorgfältig angeguckt, ob da irgendwas drinsteht, was man irgendwie so interpretieren könnte. Also ich kann euch beruhigen, das ist nicht der Fall. Nicht einseitig zu berichten, also hier, das ist doch gerade die Idee der Pressefreiheit. Wie soll denn Pressefreiheit funktionieren, wenn ich alle möglichen Sichten berücksichtigen müsste? Ich meine, das ist eine schöne Idee, also vom akademischen Standpunkt her gesehen, tolles Motto, ja. Also Journalismus wird besser, wenn man nicht nur eine Perspektive wählt, klar. Aber es hat mit der Realität nichts zu tun. Selbstverständlich wird eine marxistische Zeitung die Welt anders wahrnehmen als der Kapitalist oder was auch immer. Ja? Das ist ja gerade die Idee der Medienvielfalt. Es gibt im gesamten Pressekodex nirgendwo so eine unsinnige Vorschrift. Und was ich halt eben spannend finde, die Leute, die uns was von journalistischen Sorgfaltspflichten erzählen, sind nicht einmal in der Lage, korrekt aus dem Pressekodex zu zitieren. Das heißt, wir sind jetzt bei Dürrenmatt, ja, wir sind also in einem Irrenhaus und die Irren sind die Wächter. Und ihr seid die Insassen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nächstes Ding. Die Persönlichkeitsrechte zu respektieren und vor Diskriminierung zu schützen. Ja, das steht im Pressekodex. Berichterstattung und Kommentar zu trennen. Nö. Das steht da nicht. Wird da auch nie stehen. Ja, das steht im Medienstaatsvertrag. Etwas weiter oben, nämlich beim Rundfunk. Das ist eine Idee, die ursprünglich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, wo man so das Ideal hat, dass man möglichst eine neutrale Berichterstattung hat und dann der Kommentar, der das eben subjektiv bewertet. Aber ich weiß nicht, wir sind ja jetzt unter Erwachsenen, ja, also es gibt keinen neutralen Bericht. Also allein die Entscheidung, über was ich berichte und vor allem, was ich runterfallen lasse, über was ich verschweige, das ist bereits die Wertung. Und Medien haben auch immer eine Perspektive. Ja? Da lügt sich bitte keiner was in die Tasche. Man kann auch viele Dinge sehr einseitig einfach darstellen. Und das ist ja heute kein Talk über Medienmanipulation, aber es gibt eine und dasselbe Geschehen, das kann ich einmal darstellen als Terrorismus oder als Freiheitskampf, je nachdem, welche Perspektive ich habe. Ich zeige ja auch immer nur als Journalist einen Ausschnitt von dem Mediengeschehen. Wenn Person A Person B erschießt, dann ist das sicherlich wahr, aber es fehlt dir der Kontext. War Person A der Angreifer oder der Verteidiger oder der Nothilfe? Was war vorher, was war nachher? Ja, also, es gibt einfach keine neutralen Berichte. Und das Wording, Framing und so weiter, das kann man so vergessen. Und dass das jetzt Blogger auch noch beherzigen sollen, ja, also was selbst professionelle Journalisten nicht können. Sorry, aber das ist schon ein sehr seltsames Gesetz. Ja, das Gesetz spricht von Wahrheit. Gut, könnte mir jemand weiterhelfen? Wer von Ihnen weiß, was Wahrheit ist? Können wir weit irgendwie demokratisch vielleicht abstimmen? Also, Problem ist, die meisten Menschen auf der Welt sind religiös. Das heißt, sie haben ein magisches Weltbild. Sie verstehen unter Wahrheit Dinge, bei denen wahrscheinlich keiner im Raum folgen kann. Also Wahrheit hat immer halt was Subjektives. Wie gesagt, auch die Perspektive spielt halt eine Rolle. Unterschiedliche Perspektiven können wahr sein, ja, für sich genommen. Wir haben im Gericht die forensische Wahrheit. Da ist im Zweifel das wahr, was jemand beweisen kann bzw. muss. Der die Beweislast trägt, der verliert dann halt gegebenenfalls den Prozess. Das ist dann die forensische Wahrheit. Nun gut. Was auch interessant ist, dass in diesem Gesetz auch viele Dinge nicht geregelt werden, die eigentlich jeder Medienrechtler sofort als Probleme dargestellt hätte. Zum Beispiel der gesamte das Erwecken von falschen Eindrücken, das ist also nicht verboten. Aber wie wir gleich sehen werden, das ist genau das, was die aber regeln wollen. Und auch das mit der gesamten Verdachtsberichterstattung, das ist nicht geregelt. Das ist übrigens interessant, dieses nicht einseitig zu berichten, das ist eine besondere journalistische Sorgfaltspflicht,
die kommt aus der Rechtsprechung, und zwar aus der Verdachtsberichterstattung. Man sagt also, Medien können nicht funktionieren, wenn sie nur Dinge berichten, die sie auch beweisen können. Denn wenn ich eine Mordanklage habe, kann ich nicht 20 Jahre warten, bis dann das Urteil rechtskräftig feststeht. Da muss ich also auch über so einen Verdacht irgendwie berichten können, sonst kann ich es mit dem Journalismus lassen. Aber, sagt die Rechtsprechung, ja, schön und gut, aber man darf nicht einfach willkürlich rufmorden. Ja, wenn man über irgendjemanden berichtet, wäre ein Päderast oder sowas, den Ruf wird man nie wieder los. Ja, wir tendieren dazu immer, das Erste zu glauben, was wir hören. Und bis eine Meinung sich wieder korrigiert hat, da braucht man sehr viel Aufwand. Und das ist einfach unrealistisch. Also sagt die Rechtsprechung, okay, man darf bei Verdachtssituationen berichten, aber man hat dann ganz erhöhte Sorgfaltspflichten. Das heißt, man muss alles recherchieren, was irgendwie zumutbar ist. Man muss der Person, ich rede nur über Verdacht über Personen, man muss der Person eine Möglichkeit geben, vorher eine Stellungnahme zu geben, ob es vielleicht doch ganz anders war. Und selbst dann darf man einen Sachverhalt nicht so berichten, als ob es denn schon feststehen würde. Ja, wenn es also irgendwie auch anders gewesen sein könnte, darf man den Lesern nicht irgendwelche Aspekte vorenthalten, die Leser auf einen falschen Schluss bringen würden. Das ist damit gemeint, mit nicht einseitig. Aber das gilt nur für die Verdachtsberichterstattung über Personen. Können auch juristische Personen sein, aber auch nur solche, die sich vor Gericht wehren. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz, dass Journalisten nicht einseitig berichten dürfen. Das ist völliger Quatsch. Gut, erzählt das mal jemand den Landesmedienanstalten. Ja, jetzt kommen wir zu dem Fall, der entschieden wurde. Das war in dem Fall eben dieser krawallige Blogger. Der hat einen Beitrag gemacht über ein Video. Da ging es um Tirol, um einen Fall in Tirol. Das hat er auch eingebunden und kommentiert. Und zwar in dem Video konnte man also sehen, dass der Tiroler Zoll oder wer das da war, mit Spürhunden an Covid-Masken geschnüffelt hat. Und die Spürhunde konnten also erkennen, Covid ja, Covid nein. Je nachdem wurden dann eben die Kinder selektiert, du bist jetzt ansteckend oder du nicht. Und den Blogger hat also gestört, dass ein Hund über das Schicksal vom Kind entscheiden kann. Überhaupt Hunde und Kinder, da haben Kinder vielleicht Angst vor und so. Und der hat eine etwas drastische Überschrift gewählt. Und von der Überschrift her konnte man meinen, dass die Hunde direkt an den Kindern schnüffeln, während sie die Masken tragen. Hat er so nicht geschrieben, aber man kann das durchaus so lesen. Und das fand jetzt die Landesmedienanstalt Baden-Württemberg ganz, ganz schrecklich. Und hat er erst einmal gefragt, er hat erst einmal gesagt, er soll für seine ganzen Äußerungen, die er da tätigt, soll er Belege liefern. Aber der wusste jetzt erstmal gar nicht, welchen Eindruck die hatten. Ja, also dass der Hund jetzt direkt an den Kindern schnüffeln würde, das hat die Landesmedienanstalt gar nicht geschrieben, dass sie das für ein Problem hält. Sie hat dann jede Menge Stuss geschrieben, aber eben diesen Punkt nicht. Und das war dann der aber danach entscheidend war. Dann gab es nämlich eine Unterlassungsverfügung, dann musste der das verbieten, dann musste der das löschen und er musste ein Verwaltungsgeld von 800 Euro zahlen. Und hat leider nicht geschafft, wir haben es leider nicht geschafft, innerhalb eines Monats eine Klage dagegen zu erheben. Deshalb ist das bestandskräftig. Das ist der meines Wissens einzige Fall, in dem das Gesetz tatsächlich konsequent mal angewandt wurde. Ich persönlich finde es ziemlich skurril, weil mir ist es herzlich egal, was da in Tirol mit Hunden und Kindern da passiert. Also die Kinder sind nicht gebissen worden. Die Landesmedienanstalt sagt, ja, die Kinder werden traumatisiert worden durch die Hunde oder zumindest der Eindruck wird erweckt. Also ich weiß nicht, haben die Leute keine anderen Probleme? Also es ist alles sehr seltsam. Zumindest das Erwecken von Eindrücken, das verbietet nicht einmal der Pressekodex. Das finde ich also auch schon sehr, sehr seltsam. Erstaunlich finde ich auch, dass eben dieser Blogger ausgewählt wurde, denn ein journalistisch-redaktionelles Medium kann ich da nicht sehen. Das hat übrigens die Landesmedienanstalt nicht allein gemacht, sondern die haben so eine E-Mail-Gruppe. Ich habe mir mal die Akten kommen lassen und habe auch den E-Mail-Verkehr da genau angeguckt. Und tatsächlich ist es so, dass also alle 14 Landesmedienanstalten sich da abgestimmt haben. Die haben zwar nicht diskutiert über den Fall, sondern die haben einfach nur die Hand gehoben, haben gesagt, ja, bin dabei. Eine einzige von den 13 Landesmedienanstalten gesagt, Quatsch. Ist offensichtlich kein journalistisch-redaktionelles Medium. Und wenn es wäre, was er sagt, ist Meinungsfreiheit. Ja? Und das hätte auch jeder Medienrechtler gesagt, denn die Formulierung ist zwar ein bisschen schräg gewesen, aber selbst da kann man auch sagen, das ist Meinungsfreiheit. Das ist halt eben ein Sachverhalt etwas vereinfacht. Das tun auch Journalisten so. Also eine Meinung muss auch nicht notwendig schön sein oder besonders toll sein. Eine Meinung darf auch subjektiv und falsch sein. Ja, das ist halt das Wesen der Meinung.
Gut, die haben es jedenfalls untersagt. Und dann stellt sich die Frage, haben die denn wenigstens bei der Anwendung des Rechts halbwegs rechtsstaatlich agiert? Jetzt haben wir so im Verwaltungsrecht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Man darf also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und für die Landesmedienanstalten hat man jetzt extra das noch aufgeschrieben und hat gesagt, eine Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht, was ich in unserem Fall aber mehr als bejahen würde. Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Wenn die geschrieben hätten, hey Blogger, sag mal, haben die jetzt die Masken aufgehabt oder an? Was willst du uns damit sagen? Er hat gesagt, ja, die haben die in Behälter gelegt, das sieht man doch. Das Video ist verlinkt, was wollt ihr denn? Das hätte er denen so ungefähr gesagt. Er hätte wahrscheinlich noch einen Kraftausdruck benutzt, wie ich ihn kenne. Und das wäre es gewesen. Ja? Und dann, die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu beschränken. Auch das ist nicht passiert. Das heißt, dieses Gesetz ist doch sehr grob rechtswidrig angewandt worden. Gut, was auch noch interessant ist, wenn der Blogger dem nicht nachgekommen wäre, hätte man auch an den Provider rangehen können und dem eine Sperrverfügung geben können. Also so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zur eigentlich interessanten Frage, ist das Ganze denn verfassungskonform? Und wir haben ja den Artikel 5, der hat einen Absatz 2 und da steht drin, also in dieses Gesetz darf, also Artikel 1 ist etwas von Zensurenverbot, steht drin, Artikel 2, in dieses Gesetz darf durch einfache Gesetze zum Schutze der Ehre und so weiter eingegriffen werden und die allgemeinen Gesetze zählen. Hier haben wir es jetzt nicht mit einem Gesetz zum Schutze der Ehre zu tun, also vielleicht die Ehre der Tiroler Zöllner oder sowas, aber irgendwie es haut nicht so richtig hin. Ne? Also Persönlichkeitsrecht, darum geht es hier offenbar nicht. Es soll also irgendwie ein allgemeines Gesetz sein, das den Blogger dazu zwingt, dass er seine Auffassung von Wahrheit nicht äußern darf. Gut, dann stellt sich die Frage, ist denn ein solches Gesetz geeignet, den behaupteten Zweck zu erfüllen und ist es erforderlich? Das ist das, was die in Karlsruhe prüfen, hier in Karlsruhe. Die Eignung, da habe ich große Zweifel, denn dieses Blogposting, das war vom November letzten Jahres. Im April gab es dann diese Anhörung, was er denn für Beweise hätte, für das, was er nicht gesagt hat. Und dann im November kam dann die Unterlassungsverfügung. Also ein Blogposting hat meiner Meinung nach eine Halbwertszeit von einer Woche. Danach kräht kein Hahn mehr nach irgendwas, was wer mal geblockt hat. Welchen Effekt soll eine Unterlassung vom November haben auf ein Posting, das im Januar kommt? Gerade im Social Media der Zeit, wo alles einmal auf Twitter explodiert und dann hat sich das irgendwie abgeregnet, der Shitstorm. Natürlich, im Social Media der Zeit können auch Dinge wiederkommen. Ja, keine Frage, Internet vergisst nichts. Aber also, wie man die Lauterkeit von des Internets durch so eine lahme Geschichte herstellen kann, das leuchtet mir nicht ein. Und dann die andere Frage, ist es denn geeignet, den Zweck zu erreichen? Nee, es ist erforderlich. Und wenn die nur eine einzige Unterlassungsverfügung machen müssen, dann kann ich die Erforderlichkeit nicht so richtig sehen. Insbesondere reichen andere Dinge aus. Man hätte eine Gegendarstellung machen können. Oder das größte Problem sehe ich darin, dass wir Artikel 3 haben, nämlich den Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich sehe nicht so richtig, warum Blogger schärfer und vom Staat beaufsichtigt werden, als das eben normale Journalisten und Journalistinnen ertragen müssen. Für die gibt es keine Behörde. Für die gibt es eben maximal diesen Presserat, bei dem man auch nicht mal Mitglied werden muss. Ja, oder nicht mal ein Presseratsnehmer werden muss. Mitgliedschaft ist das streng genommen nicht. In den Pressegesetzen steht, wie gesagt, in § 1 häufig drin, ihr seid zur Wahrheit verpflichtet, aber es wird nicht sanktioniert. Es gibt niemand, der sich darum kümmert. Und wieso ist das für Blogger anders? Mit zum Beispiel netzpolitik.org, das ist ein Blog, wo ich sagen muss, die machen besseren Journalismus als viele Printmedien oder manches Online-Haus, weil die halt nur im Zweifelsfall nur Bedingungen schreiben, von denen sie auch Ahnung haben. Gut. Also das Auswahlermessen, das sehe ich eben auch als ziemlich seltsam an. Was tut der Blogger da? Was haben die keine Zeit? Haben die mit ihrer Zeit nichts Wichtigeres zu tun?
Jetzt muss man allerdings sagen, einen Effekt hatte das Gesetz schon. Im April letzten Jahres gab es an alle möglichen Betreiber sogenannte alternative Medien irgendwelche Beanstandungen. Und das hat die dann dazu getrieben, dass die eben sich dem Presserat angeschlossen haben. Ich habe es gesehen. Also diesen Pressekodex unterzeichnet haben, sich dem unterworfen haben. Das führt dann dazu, dass eben diese ganzen Anbieter von alternativen Medien, dass die aber auch dem Presserat Geld dafür zahlen müssen. Jahresbeiträge, die richten sich dann je nachdem, wie groß so ein Medienhaus ist, welche Reichweite die haben. Das heißt also, das Ausüben von Pressefreiheit kostet jetzt private Blogger Geld oder private Telemedien. Das halte ich für einen gewissen Eingriff in die Presse- und Meinungsfreiheit. Also ja, was auch noch spannend ist, der Presserat, der ist grundsätzlich nicht kontrahierungspflichtig. Das ist ein privater Verein. Die sind also gar nicht mal verpflichtet, solche Anbieter zu nehmen. Also die haben sich in einigen Fällen geweigert. In einem Fall, da haben wir halt den Presserat verklagt. Denn der Presserat hat im Moment das Monopol und wird es auch lange Zeit haben. Weil er ist der einzige Anbieter, der eben die Flucht vom Staat ermöglicht. Und da haben wir gesagt, hier, es gibt jetzt so Rechtsprechung wie die Stadionrechtsprechung und so weiter. Also wenn jemand eine Einrichtung betreibt und das Monopol hat, dann und das eben für die Öffentlichkeit zwingt, also dann macht er was quasi Öffentliches. Also wenn ich jetzt das einzige Stadion hier in der Stadt habe und ich mache eine Sportveranstaltung, dann müssen die mir das Stadion halt aufmachen. Oder auch die Flughafenentscheidung oder diese eine berühmte Entscheidung war auch diese Flashmob-Entscheidung, dass man eben sagt, hier der Flughafen, der ist eben auch quasi öffentlich, auch dort darf man Meinungsfreiheit ausüben, denn den Flughafen muss jeder benutzen, der in Frankfurt da abfliegen will. Und dann hat auch der Presserat, der Trägerverein des Deutschen Presserats hat dann sich erst versucht zu wehren, aber dann irgendwann noch vor der München-Verhandlung sind die eingeknickt und haben das akzeptiert. Das heißt, also man hat jetzt gute Karten, dass man diesen Ausweg nutzen kann. Einige der Medien haben aufgegeben, andere sind ins ausländische Exil gegangen. Soweit ich weiß, ist es bis heute bei dieser einzigen Unterlassungsverfügung geblieben. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass dadurch jetzt die Pressefreiheit ernsthaft in Gefahr ist. Aber es ist durchaus der Beginn, es ist ein Paradigmenwechsel. Wir hatten halt seit Geltung des Grundgesetzes hatten wir nicht mehr, dass der Staat sich für Wahrheiten interessiert, dass der über Wahrheit bestimmen darf und dass er eben eine Nachzensur ausüben darf. Das wurde eigentlich schon 1874 abgeschafft mit dem Reichspressgesetz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das heißt, wir haben also da einen partiellen Rückschritt. Im Moment ist es noch kein Problem, aber es könnte vielleicht irgendwann eins werden. Wir wissen nicht, wer in ein paar Jahren da sitzt und diese Entscheidung trifft. Vielleicht werden die irgendwann mal schneller und fällen Entscheidungen am Fließband. Wir haben ja erlebt, dass die Verhältnisse sehr schnell kippen können. Vor 2 Jahren haben wir uns über die Prepper lustig gemacht und dann gab es aber plötzlich kein Klopapier mehr. Ja, und jetzt eben mit dem Ukraine-Krieg, wo Begriffe salonfähig sind wie Lumpenpazifist und sowas, das hätte man vor 3 Monaten sich auch noch nicht träumen lassen. Jetzt zum Schluss noch ein Satz zur Medienpolitik. Viele von euch sind Informatiker, ihr seid es gewohnt, dass Dinge ein Konzept haben, dass Dinge, die nicht funktionieren, irgendwann mal evaluiert werden und dass man überhaupt Dinge tut, die vernünftig sind. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man ein Gesetz machen, das offensichtlich da hat man mit Leute mit dem Kopf geschüttelt. Aber gut, so gute Meinung über euch. Ja, aber wie kann man ein Gesetz machen, das offensichtlich verfassungswidrig ist, das offensichtlich völlig undurchdacht ist und dann auch noch so seltsam angewendet wird? Ja, von 14 Landesmedienanstalten hat nur eine es verstanden, eine überhaupt die richtige Entscheidung getroffen, dass das offensichtlich gar nicht ein Telemedium im Sinne dieses Gesetzes ist, ja, und dass es der Meinungsfreiheit unterfällt. Wie kann das passieren? Ja, dazu muss ich kurz was über die Realität der Medienpolitik erzählen. Und zwar in die Politik gehen ja normalerweise, die Parteien, die bestücken, wer in die Medienpolitik geht. Und die Parteien haben halt schwache Auswahl, denn gute Menschen, die gehen gar nicht erst in die Politik. Da braucht man Sitzfleisch, man braucht eine dicke Haut, man muss den rauen Ton in den Parteien aushalten, was ich nie wieder machen werde.
Und man muss sich auch die Peinlichkeiten der Parteifreunde zurechnen lassen. Man muss dieses Spiel mit den Intrigen mitmachen und sich da eventuell dran beteiligen. Und Leute mit ein bisschen Selbstachtung, die noch woanders Karriere machen könnten, die tun sich das nicht an. Und innerhalb dieser schlechten Vorauswahl, da sucht sich die Pareto-Gruppe natürlich Sachen, wo sie noch was bewegen kann. Und Medienpolitik ist ungefähr so spannend, wie dem Gras beim Wachsen zuzugucken. Da werden also die Leute geparkt, die woanders nur stören würden. Ja, das ist also auf Golga Frincham würde man diese Leute zusammen mit dem Telefonhörer desinfizieren, in so ein Raumschiff packen und dann... Ja, und das ist die Medienpolitik. Ich bin der Meinung, wir bräuchten noch sehr viel mehr Stellen für Medienpolitiker, dass sie keinen Schaden anrichten. Diese Landesmedienbehörden sind mir ein absolutes Rätsel. Ich habe mal vor 4 Jahren versucht, Landesmediendirektor in Rheinland-Pfalz zu werden. Und zwar ohne Parteibuch. Also gut, das von Herrn Sonneborn hatte ich, aber das war, glaube ich, das hat nicht zum Erfolg geführt, sagen wir es mal so. Und ja, das ist aber eine andere Geschichte. Ich habe mir jedenfalls einige dieser Medienpolitiker sehr genau angeguckt und auch die Biografien von denen. Da haben wenig Leute wirklich was mit Medien zu tun gehabt. Also ein guter Mann ist hier, also hier, der Häuptling hier in Baden-Württemberg in der Landesmedienbehörde, der konnte mal was. Der war nämlich mal deutscher Meister im Hochsprung. Der hat uns mal bei der Olympiade vertreten. Also der konnte wenigstens das. Ja? Aber ansonsten ist mir wirklich rätselhaft, was sie da machen. Gut, wer sich dafür interessiert, ein Herr Lent hat da mal als das Gesetz gemacht wurde, vor knapp 2 Jahren was drüber geschrieben. Und ich habe jetzt im April in der Zeitschrift für Multimediarecht so meine Gedanken dazu notiert. Das ist aber juristisch, also macht keinen Spaß zu lesen. Ja, das war's von meiner Seite und ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Jo, vielen Dank schon mal für diesen Einblick und ich sehe schon, da ist schon die erste Fragenmeldung. Ja, eigentlich so zwei verschiedene. Zum einen wegen der Angemessenheit oder der Angemessenheit dieser Aktion. Wie viele Millionen Leser hatte dieser Blogger denn für diesen Beitrag? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen so einen kleinen Blogger irgendwo in Tirol irgendwas Spannendes ist. Und ich habe auf der anderen Seite den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden mit staatlicher Regulierung und diesem Presserat. Weil es klang ja so, als würde der Presserat dafür verantwortlich sein, dann da irgendwas zu rügen auf Basis dieses Gesetzes. Ist es dann nicht eher der private Verein, der da was rügt? Oder sind die Landesmedienanstalten diejenigen, die dann, ich sag mal, in Aktion treten? Okay, das habe ich vorhin nicht so gut erklärt. Also grundsätzlich ist der Staat zuständig, beziehungsweise die Landesmedienanstalten, die streng genommen staatsfern sind. Die werden nicht von der Regierung eingesetzt, sondern über so ein Rundfunkrat ähnliches, also so ein Gremium, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt, mit Parteien, Sportvereinen, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter. Also ein sogenanntes staatsfernes Gremium. Und diese Leute, diese Landesmedienanstalten, die sind zuständig eben jetzt für Blogger grundsätzlich. Und aus dieser Zuständigkeit kann man sich praktisch wie beim Ablasshandel freikaufen, indem man eben sich dem Presserat unterwirft, da so eine Erklärung abgibt, erklärt, dass man den Pressekodex anerkennt. Und dann endet die Zuständigkeit der Landesmedienanstalt. In dem Fall kam für den Blogger aber der Presserat nicht in Frage, denn wir hatten mal eine Story mit dem Presserat, wollte er nämlich, dass der Stern mal eine Rüge kriegt, weil der Stern Fake News verbreitet hat. Das hat der Blogger gesagt und das hat der Stern nicht hören wollen, dass der Stern Fake News verbreitet, hat er aber meines Erachtens doch getan. Und wir fanden es ziemlich krass, dass eben der Stern nicht beweisen musste, dass er Fake News verbreitet hatte. Der konkrete Fall, das könnt ihr mal googeln, das Twitter-Mädchen im Syrienkrieg. Da habe ich mal auf Telepolis einen Beitrag geschrieben, der ziemlich die Runde gemacht hatte. Das Twitter-Mädchen im Syrienkrieg. Einer meiner besseren Beiträge, kann ich vielleicht empfehlen, wer Spaß dran hat. Seither sind wir auf den Presserat ganz schlecht zu sprechen. Da war noch ein Rest von der Frage, den ich nicht beantwortet habe, oder war das... Also die Reichweite. Also welche Reichweite hat, ist mir unbekannt. Er hat einen Ein-Personen-Blog. Es lesen den schon so einige Leute aus dem eher friedensbewegten Milieu. Also er ist man würde sagen, er ist linksliberal oder vielleicht deutet er das Linke. Also der hat Temperament und wird gern gelesen in dem Spektrum der Friedensbewegten. Ja.
Sie haben gesagt 800 Euro. Warum klagt man da nicht dagegen? Weil bei 800 Euro ist doch das Kostenrisiko im Rahmen. Also es ist ja nicht so, dass es dann das extrem war, viel wäre. Das war die Verwaltungsgebühr. Das große Problem ist, dass wir nicht innerhalb eines Monats in die Gänge gekommen sind, eine Klage zu organisieren. Das war leider dumm gelaufen. Es ist also, das ist ja auch eine Affensauerei. Und zwar, normal ist es so, wenn eine Behörde irgendwas macht, dann kann man da Widerspruch einlegen, hat man einen Monat für Zeit. Aber bei der Landesmedienanstalt handelt es sich um eine oberste Landesbehörde. Da gibt es keinen Widerspruch. Das prüft niemand nach. Die können das entscheiden. Die können übrigens auch entscheiden, was Wahrheit ist. Deshalb sage ich immer so ganz gerne mal, die sind ein Wahrheitsministerium. Wir sind jetzt bei George Orwell, Wahrheitsministerium, besetzt mit denen hier. Und irre. Also es hat halt in dem Fall nicht geklappt. Aber so wie ich auch nur höre, dass irgendein Fall unterwegs ist, will ich sofort den Leuten ins Genick springen, sagen, hey, sofort klagen und gut, ich darf es nicht selber sponsern, aber es ist gegen mein anwaltliches Standesrecht. Aber ich würde ganz gerne mal da doch ein paar Leuten auf die Finger hauen, weil das, also von den Knallköpfen möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nachsagen, nicht erklären lassen, was war es und was nicht. Okay, erstmal danke für den Talk. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen vorsichtig formulieren. Nur zu. Weil ich habe, also mein Gedanke ist dabei, angenommen, es gäbe diese perfekte Politik und die Menschen dort wären kompetent und angenommen, also mal unter diesen Annahmen, dass das System an sich perfekt wäre oder mehr oder weniger. Wäre so eine Art von Gesetz in unserer heutigen Zeit im Grunde, also auch wenn es auch in dem Fall auch gut gemacht, nicht irgendwo sinnvoll? Ich meine, wir bewegen uns in einer starken Zeit von Extremisierung. Menschen haben viele Meinungen, die eben nicht faktenbasiert ist und halt eben auch noch das, was wir auch vorhin kurz angesprochen haben, dass der am ersten oder am lautesten schreit, den hört man am ehesten. Und ist es nicht irgendwo eine Art von Verbraucherschutz, dass in der Theorie sowas auf die Beine gestellt werden sollen müsste? Oder was denken Sie darüber? Durchaus ein massives Problem mit Fake News und mit Hate Speech. Und es ist ja auch, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat ja durchaus auch Effekte gehabt, einiges einzuhegen. Trotzdem ist es ein sehr erheblicher Eingriff in Meinungsfreiheiten und Pressefreiheiten. Und da sehe ich ein großes Problem mit der Ungleichbehandlung und eben die Entscheidung, was Wahrheit ist und was nicht. Also bei mir, ich mache hauptsächlich Medienprivatrecht. Ja, und da grundsätzlich muss immer derjenige was beweisen, der was haben will. Der Kläger muss grundsätzlich beweisen. Und bei Tatsachenbehauptungen über Personen haben wir eine Beweislastumkehr. Und das heißt also, derjenige, der dummes Zeug schwätzt, der muss dann sein dummes Zeug auch beweisen. Wenn er es nicht kann, hat er einen Prozess verloren. Und solche Beweislastregeln hat dieses Gesetz hier nicht. Braucht es auch nicht, weil die Behörde ja gar nicht klagt. Die Behörde darf selber entscheiden, was Wahrheit ist. Und das finde ich ein bisschen spooky. Vor allen Dingen, wenn das eben solche Leute machen, die nicht einmal in der Lage sind, aus dem Pressekodex, den sie direkt verlinkt haben, zu zitieren. Ich habe das in der Fachzeitschrift vor einem Monat öffentlich gemacht. Der Screenshot ist von heute da, den ich vorhin gemacht habe. Also, die merken das nicht mal. Ich kann es nicht anders erklären, als mit meiner Polemik über das Personal. Deswegen meine ich auch ein perfektes System. Also die Umsetzung leuchtet mir komplett ein, ist nicht aushaltbar. Das mit dem Wahrheitsbegriff ist so eine Sache. Also vor ein paar Jahren hat Heiko Maas irgendwie, ich wollte es eigentlich in den Screenshot, wollte ich eigentlich zeigen, habe ich vergessen, hat getwittert, wer sagt, dass wir von russischem Erdgas abhängig sind, das sind Fake News, halten sich auch an die richtigen Wahrheiten. Also wenn ich, na gut, immer Heiko Maas fragen, da liegt man richtig. Also das ist die politische Wahrheit. Ne? Wahrheitsbegriff sehr, sehr schwierig. Und eigentlich sind wir gut damit gefahren, dass wir Meinungsfreiheit haben und selber bewerten dürfen, was Wahrheit ist und was nicht. Aber ich stimme zu, es gibt Probleme da und ich kann jetzt keine Standardlösung sagen. Ich bin halt nur dafür zuständig, wenn Wahrheiten oder Lügen halt über Personen erzählt werden, dann kann man Persönlichkeitsrecht anwenden und es verbieten. Ich befasse mich allerdings so aus Passion auch viel mit Medienlügen, Medienrealitäten, ja, also mit Kampagnenjournalismus und sowas. Und das war der Timer. Und es ist ein bisschen schwierig. Wir können nicht einerseits eben private, eben so
so hart rannehmen und die Medien dürfen dann uns über was Massenvernichtungswaffen im Irak erzählen oder sowas. Ja? Und auch im Syrienkrieg sind viele Dinge von den Historikern so nicht bestätigt worden, die uns als Wahrheiten gemeldet wurden. Überhaupt im Irakkrieg, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was da an Wahrheiten so kam. Und alles sehr schwierig. Und da bin ich der Meinung, sind wir mit Medienvielfalt eigentlich ganz gut gefahren. Dann kann sich jeder die Wahrheit aussuchen, die ihn persönlich überzeugt. Und wie gesagt, im Verhältnis zum Stern war der Blogger wesentlich näher dran an der Wahrheit als das, was uns der Stern da auftischt. Du hast uns erzählt, dass eine der Medienanstalten das Gesetz richtig ausgelegt hätte. Wer war denn Schwarze Schaf gewesen? Das war entweder Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder sowas. Eine von denen war das wohl gewesen. Das sind Landesmedienanstalten, die werden ja vom Staat angesetzt. Das würde ich jetzt aber daran nicht festmachen. Sie hatten Facebook erwähnt, aber Facebook oder allgemein soziale Medien haben ja ganz wenig redaktionelle Inhalte. Da wird ja von Privatnutzern oft halt irgendwas reingestellt. Was bedeutet das dann in dem Kontext? Facebook ist für, also dieses Gesetz ist jetzt nicht, zielt nicht auf Facebook, sondern das andere Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas. Ach so, okay. Das zählt, da ist Facebook und die haften eben für die Äußerung von Dritten ab Kenntnis, also auf Zuruf. Da darf dann jeder sich beschweren. Das war auch noch so ein Ding. Also vor 5 Jahren hatte ich eine Diskussion mit Heiko Maas. Da hat er allen Ernstes irgendwie gesagt, das Gesetz wird ja eigentlich nur bestehende Gesetze umsetzen. Es wird ja gar nichts erweitern. Ne? Und überhaupt dürfte Presse nur wahre Sachen schreiben. Also der hatte von Presserecht gar keine Ahnung. Und selbstverständlich durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da haben wir halt nicht nur einen Betroffenen, der sich wehren kann, wie es im Strafrecht oder Zivilrecht ist, sondern wir haben 6 Milliarden Betroffene, also 6 Milliarden Leute, die eben so eine Untersagung in Gang setzen können. Und das erweitert natürlich den Kreis derjenigen, die eben Meinung weghaben möchten. Und wir haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ganz großes Overblocking. Da haben wir ziemliche Probleme. Es ist wirklich erstaunlich, was da weggefiltert wird. Andererseits ist es auch erstaunlich, was die nicht wegfiltern. Wir haben jetzt eben diese Entscheidung auf Private verlagert, die normal Staat oder eigentlich ein Gericht machen sollte. Ich habe auch in meinem Fachartikel gefordert, dass eben diese Behörden diese Macht nicht haben sollten, sondern da sollte ein Richtervorbehalt sein, dass eben jemand sich das nochmal mit ein bisschen Distanz anguckt und auch das Handwerk gelernt hat. Denn das kann ich vielleicht noch als positives Element mitgeben. Wenn man sich dagegen wehrt, hat man sehr gute Karten. Verwaltungsrichterinnen und Richter sind extrem gut ausgebildet. Also Verwaltungsgerichte, die müssen auch die Wahrheit selbst ermitteln oder was die Wahrheit sein könnte. Das ist also ganz anders als im Zivilrecht, wo man eben mit Beweislasten da so ankommt und so rumtricksen kann. Und die Verwaltungsgerichte, die kennen auch ihre Pappenheimer. Wenn die also im Rubrum sehen, Landesmedienanstalt, lachen die schon, ja, weil die Jungs nimmt keiner mehr ernst, Jungs und Mädels. Insofern die Richter schützen und Richterinnen, die schützen uns vor solchen seltsamen Einrichtungen. Da habe ich Vertrauen in diese Institution. Gut, wir haben noch Zeit für Fragen. Ansonsten, da hinten. Ich finde es spannend, dass Sie Direktor in Rheinland-Pfalz werden wollten. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Oh, das könnte jetzt aber länger dauern. Also es ist rausgekommen, dass jemand an die Stelle gemauschelt wurde vor 5 Jahren. Und zwar war das so eine Skandalnudel aus NRW, der Herr Eumann. Der war seinerzeit aufgefallen im Kölner Müllskandal, hat da Spendenquittung unterschrieben, ist strafrechtlich ein bisschen, hat da einen Strafbefehl kassiert und hat auch ein Doktoraberkennungsverfahren gehabt, weil da auch komische Dinge passiert waren, hat alles überlebt. Und der hatte in NRW das Landesmediengesetz geändert und wollte nämlich den Amtsinhaber rauskegeln. Der hat das falsche Parteibuch. Und da hat er gesagt, ja, der Landesmediendirektor von NRW, das muss unbedingt ein Volljurist sein, weil das ja so anspruchsvoll ist. Und es muss auch jemand sein, der ein paar Monate aus der Politik raus ist. Und dann gab es in NRW einen Regierungswechsel und Herrn Eumann war arbeitslos. Und in Rheinland-Pfalz wurde aber wieder einer gebraucht, und zwar einer mit dessen Parteibuch.
Dann hat er sich da beworben, obwohl er weder Jurist ist, noch ein halbes Jahr aus der Politik raus. Oder wie lange das da war. Und das fand ich schon ziemlich dreist, beziehungsweise man hat das dann als Geheimsache laufen lassen. Und dann wurde irgendwie der Wahltermin angekündigt, aber es wurde gar nicht kommuniziert, wer denn überhaupt zur Wahl steht und dass nur einer zur Wahl steht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt melde ich mich mal auch an hier, wenn es da irgendwie einen Job gibt, der fünfstellig bezahlt wird und man die Beine hochlegen muss und Chef ist und 40 Leute für einen die Arbeit machen. Ja, das mache ich doch, hallo. Und außerdem, ich bin gebürtiger Pfälzer, was soll denn das? Was soll der hier der Rheinländer da, der Jeck? Gut, ich wohne auch in Köln, so ist es nicht. Aber jedenfalls, da bin ich dann dahin und war dann für die, da hatte ich dann meine 15 Minuten Ruhm, also die Presse hat mich geliebt. Und das war also für den Südwesten ein Riesenthema gewesen. Und ich habe also erstmal nur auf dem Papier das gemacht, aber dann kamen dann Anrufe, wollen Sie da hinkommen zu der Veranstaltung? Das ist öffentlich. Also die Medien haben mich eingeladen, da hinzukommen. Südwestrundfunk hat gesagt, wir holen Sie am Bahnhof ab und so mit Kamerateam. Und, ja klar, mache ich doch. Und dann bin ich dann dahin und war also für den Abend der Star und habe dann also hier so, also erstmal rumgedroht und so gesagt, ja, ich klag mich da rein. Und die haben auch richtig Schiss gehabt. Also die haben dann das auch irgendwie rumgemauschelt und haben dann gesagt, ja, sie haben dich leider sind ein bisschen spät und so. Ne? Die haben das halt nicht ausgeschrieben, die haben das ja gemauschelt. Und es gibt eben im Verwaltungsrecht die Diktion der besten Auslese. Also ein Beamtenplatz soll nur der oder die beste Bewerberin bekommen. Soll eben, muss halt ausgeschrieben werden. Man muss eine Chance haben, sich da zu bewerben. Und das hat dann da nicht funktioniert. Dann bin ich dann nach Hause gefahren. Dann gab es aber irgendwie Anrufe. Ja, jetzt klagen Sie sich doch rein, oder? Ja, das kostet doch Geld. Ja, doch, machen Sie. Und dann habe ich mir mal die Akte kommen lassen und die kam irgendwie an dem Abend, wo Mainz wie singt und lacht kam und die Akte. Und ich habe getestet, was fand ich lustiger, und zwar die Akte. Denn es war also so irre, der Eumann war da nur zum Kaffeetrinken eingeladen worden und da hat er nur so ein bisschen belangloses Zeug erzählt und hinterher hat dann die Kommission gesagt, ja doch, sehr kompetenter Mann, ja. Und der Punkt ist, in Rheinland-Pfalz wird halt alles paritätisch besetzt, also der Amtsinhaber und der Stellvertreter müssen jeweils ein schwarzes oder ein rotes Parteibuch haben und dann ist alles happy, sind alle happy. Und jetzt wurde halt ein rotes Parteibuch frei und das war dann natürlich für den Herrn Eumann abonniert. Und dann habe ich mich dann irgendwann doch reingeklagt. Also ich habe eine einstweilige Anordnung beantragt und also die Medien hatten echt Spaß. Und das habe ich dann in der ersten Instanz verloren und da die Begründung war so ein bisschen schwierig. Und so nach dem Motto, wäre nicht ernst zu nehmen oder wie auch immer. Jedenfalls die Begründung, da haben also, ich muss noch dazu sagen, ich wollte mich nicht wirklich da einklagen, ja, aber dann haben Staatsrechtler bei mir angerufen. Dürfen wir für Sie, darf ich für Sie die Klage formulieren? Und ein anderer sehr bekannter Mainzer Staatsrechtler hat auch mir geschrieben, er wird mich unterstützen. Ist leider während der Zeit dann verstorben, aber war ein sehr bekannter Professor, dem es nämlich auch stank. Und ich war dann so ein bisschen der Volkstribun gewesen da. Dann habe ich halt in erster Instanz spektakulär das verloren. Und da habe ich gesagt, okay, der Spaß hat mich jetzt 6.000 Euro gekostet. Ja, hätte ich auch anders für Spaß haben können, aber gut, das war mir jetzt die Akteneinsicht wert, also ist mein echter Bringer. Wie sieht's aus, Internet? Sollen wir weitermachen? Wenn ja, müsst ihr euch beteiligen. Wie sieht's aus? Wir machen es Aktion Rundfunkbeitrag, jeder 17,50 Euro. Ja? Ihr werdet nie wieder so viel Spaß haben wie für euren Rundfunkbeitrag als damit. Und habt dann gesagt, ja, jeder, also hier in Sammelkasse, Licho oder wie das hieß, Licho, wie das heißt, und auf einmal, nach wenigen Tagen waren da so irgendwie 10.000 Euro drin. Und dann, okay, machen wir Rufung. Und das haben wir dann auch gemacht und dann hat das aber ein Richter in einem Oberverwaltungsgericht auf den Tisch gehabt, der zwar dann schon so gewisse Bedenken hatte, aber gesagt, hier, so wie der sich in der Öffentlichkeit inszeniert, und da sieht man doch, dass der es nicht ernst meint. Was ich aber nicht wusste, war, dass eben dieser Richter vorher Fraktionsrechtsberater der SDPD gewesen war, die ja in dem, also es war schon, also wenn das nicht befangen war, dann weiß ich es auch nicht. Ich war dann letztendlich, sagen wir es mal so, also hat mich dann halt ein Tausender am Schluss gekostet, aber das, also mit den Spenden halt, ne, war es mir dann auch wert. Und dann 2 Jahre später wurde dann der Stellvertreterposten frei und dann habe ich die mal getestet. Also die haben erstmal das rheinland-pfälzische Mediengesetz geändert, also mein Name fiel im Landtag. Und war um Politikum und da habe ich auch Applaus von der Stelle gekriegt, die ich jetzt eigentlich nicht so schätze, von der Partei. Aber egal. Jedenfalls
Dann war der Stellvertreterposten ordnungsgemäß ausgeschrieben und dann habe ich gedacht, okay, da darf ich nicht fehlen und habe mich dann da beworben wieder. Und dann wurde ich dann auch zum Gespräch eingeladen und durfte dann auch irgendwie mich 5 Minuten vorstellen. Und die waren dann erstmal ein bisschen geflasht, weil sie dachten, ich wäre nur ein Clown, aber ich bin halt Medienanwalt. Ja, also ich konnte sagen, hier, ja, ich mache das und das und ich habe letzte Woche gerade RTL ein paar Bilder ausgemacht und so. Ja, weil die Landesmedienanstalt, die ist für Sat.1 zuständig gewesen und die haben immer versucht, den Bilder zu verbieten, haben es nie geschafft. Ja, ja klar, mal hier und so. Ne? Also da habe ich schon ein bisschen Eindruck gemacht und die waren also auch geflasht, wie der ist gar kein Spinner, der kann das Handwerk wirklich. Ja, ich hatte es gelernt. Und gut, jedenfalls, da war ich dann zumindest zum Gespräch eingeladen. Dann sagte man mir, ja, ich würde dann von Ihnen hören. Und so, ob ich in die engere Auswahl kam. Und ich hörte natürlich nicht von denen, sondern erst, als sie die Neuen schon gewählt hatten. Ja, also da wurde dann wieder jemand gemauschelt, natürlich mit dem diesmal schwarzen Parteibuch. Und das war dann aber auch ein promovierter Jurist, den man also aus Medienrecht durchaus anerkennen kann. Wenn man allerdings jetzt sieht, was die so machen, dann, naja, ich so mal. Also im Nachhinein, ich glaube, ich wäre in der Behörde nicht glücklich geworden. Ich bin eigentlich sehr gerne freier Medienanwalt. Ich habe im Moment die Fälle, die ich immer haben wollte. Ich habe wirklich sehr spannende Mandate. Ich will keinen anderen Job machen. Und von mir aus soll der Eumann seine 10.000 Euro kriegen und glücklich werden. Ja. Jo, ich glaube, das war die perfekte Geschichte zum Abschluss. Wir haben noch irgendwie 3 Minuten, aber ich glaube, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne auch noch im Nachhinein noch mit dem Speaker euch nochmal unterhalten. Vielen Dank auf jeden Fall. Noch einmal großen Applaus. Danke.